Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS19 Tierfarmprojekt hier auf der nordfriesischen Marsch mit meiner Wenigkeit. Es geht weiter. Wir müssen unser Kühledings hier auffüllen. Unsere Saatmaschine arbeitet schon wieder. Feld 26 ist, hoppala, fertig geworden. Ist fertig geworden mit allen. Hier müssen wir den ganzen Spaß nochmal auffüllen. Unsere Saatmaschine arbeitet aktuell weiter, so wie es auch sein soll. Wir haben jetzt hier nur noch hier 1, 2, 3 Bahnen, die wir kühlen müssen. Dann ist ja das auch schon mal wieder fertig geworden. Dann müssen wir auf den anderen Feldern das ganze Zeug noch machen. Die Wiesen müssen wir noch kühlen. Und ja, mal gucken, wann wir fertig werden. Ich hoffe, dass das relativ zeitnah jetzt hier geschieht. Aber ich habe da keine Zweifel dran. So, dann hier am nächsten passenden Punkt weiterarbeiten. Wenn wir wieder voll sind. 94, 96, 99 und 100. Sehr gut. Dann weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. So, ansonsten ja, BGA verarbeitet, wie es eben verarbeiten soll. Das macht sie in dem Fall schon mal richtig. Hier sind wir fertig, hier gibt es nichts Neues. Der macht das Ding. Ah ja, der ist hier fertig. Warten wir mal hier. So. So, so, so. Und dann einmal hier mit rein. Dankeschön. Gut, dann haben wir mit der Ernte alles fertig. Das ist sehr schön. Ja. So, komm. Weg damit. Da ist auf jeden Fall mehr rausgekommen als wie bei den anderen Felds. Aber schon mal gut zu wissen. Ansonsten haben wir jetzt auf die 15 Jahre Hirse drauf. Auf der 1 muss ich gerade noch mal gucken, da bin ich gerade gar nicht mehr im Bilde, um ehrlich zu sein. Gucken wir mal, die 15 ist im Wachstum. Und da haben wir, ah ja stimmt, da haben wir Mond drauf gemacht. Gut, also brauchen wir nur noch die 2 Kleinfelder, die einmal noch gekühlt werden müssten und dann noch angesät werden. Ja, das geht ja alles Rambazamba. Sollte da weniger das Problem sein. Währenddessen können wir den ganzen Schnatteradatsch dann schon mal wieder fertig machen. So, was steht denn da vorne? Ach, das Maisgebiss, lol. Also. So, einmal aus und einmal, wo haben wir es hier? Haben wir hier schon mal Arena, sicherheitshalber. Ja. So, halbwegs Ordnung. Ich bin ja absolut kein wirklicher Freund davon, dass es so sein muss, aber durch den Real Dirt Mod, den wir drauf haben, ja, tut das auch. Not. Weil seht ihr, wie verträgt die Karren hier werden. Und soll ja noch halbwegs. Na, wenn nicht ganz, aber halbwegs sollte es schön aussehen. So. Schneidwerk noch. Da können wir den Drescher nämlich erstmal wieder hier abstellen. Packe ich jetzt aber mal. Entschuldigung, den packe ich jetzt kurz hier mit rein. Den stellen wir hier vorne wieder ab, wie immer. Das Maisgebiss trage ich schnell mit rüber. So, hoch, kommst du? Danke.
So. Wo wollte ich jetzt noch drauf hinaus? Oder mal das? Also Wiese 1, 2 muss gedüngt werden. Also wir sind den Schweineställen nah. Das wollte ich jetzt nochmal sagen. Ich weiß, ich sagte bestimmt schon seit vielen Folgen. Aber wie gesagt, geldtechnisch gesehen sind wir den Schweineställen jetzt näher als je zuvor. Im Übrigen, das mit den BGA-Bunker, das war nicht Feed, dass das erhöht wurde, sondern das hat der liebe Tim gemacht. Danke nochmal dafür. Also dass die Silage-Bunker scheinbar unendlich viel aufnehmen. Aber das ist gut, das gefällt mir, das ist alles easy. Mir hat eher die Beschränkung an der BGA, hat mich eher genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, klar, so ein Bunker hat eine gewisse Kapazität im Real Life, aber wir sind ja, ne, ich weiß nicht, also, wir sind ja jetzt hier nicht, ihr schaut ja jetzt hier nicht gerade zu, um irgendwie Hardcore-Realismus zu sehen, ne? Na, dafür gibt's ja Oyster. Wenn er mal noch irgendwas macht, wohl bemerkt, ne? Aber wir machen das ja so, wie es am geläufigsten ist, beziehungsweise wie es am meisten Spaß macht. Und ich denke mal, das gelingt uns auch ganz gut. So, ansonsten müssen wir es halt warten, bis der ja fertig ist. Kann mir auch vorstellen, dass das Gülle fast gleich wieder leer ist. Deswegen hier schon mal an. Mal gucken, wie sieht es denn hier aus? Jo, 7% habe ich da richtig geschätzt. Übrigens, Curseplay habe ich jetzt mittlerweile auf der Version 2.05. Ja. Mal wieder geupdatet, weil es immer so, wenn ich ein paar Folgen vorher aufnehme, weiß ich schon, wenn ich beim nächsten Mal wieder aufnehme, ist die Version eh schon wieder veraltet. Ganz eh wieder neu wieder neu downloaden. Ob mittlerweile da irgendwelche Kollisionsdinger mit drin sind, weiß ich nicht. Das ist ja eh alles auf Englisch geschrieben, deswegen bin ich da komplett raus. So. Komm ja jetzt gleich auf die Bahn hier, das wäre gar nicht mehr so geil. Ja, der kommt mit auf die Bahn. Und der kollidiert mit mir, oder? Ja, der kollidiert. Okay, mal gucken, vielleicht kriegt man das noch schnell genug hier aufgeladen. Dass die beiden sich nicht ins Gehege kommen, das wäre sehr, sehr schön. Aber sieht eher schwierig aus. Wenn schon noch extrem knapp. Oder Kursplatz ist mittlerweile die Kollisionsabfrage drin. Da habe ich aber auch noch mehr Zweifel dran, als wie sich das hier von der Zeit her ausgeht. Come on, das wird knapp. So. Ah, es war knapp, aber hat funktioniert. Jetzt dürfen sie sich nur nicht gegenseitig überholen. Und dann passt das alles. So, ansonsten können wir nämlich jetzt hier noch warten, beziehungsweise den beim Arbeiten zu gucken. Obwohl, war das nichts. Ich hoffe, der zieht jetzt gleich hier durch und lenkt auf der anderen Bahn um. Ansonsten kommen wir uns jetzt hier ins Gehege. Ja, passt. Wunderbar. Da haben wir halt einzelne Stellen, die halt nicht gedüngt sind in dem Fall, aber das ist dann auch egal. Von der Bodenbeschaffenheit, ja, ist relativ. Das ist relativ. Das ist jetzt eh die letzte Bahn, die er hier zieht. Das ist eh wieder eine Arbeitsbreitenverschwendung jenseits von Gut und Böse. Ah ja, stimmt, da muss ja etwas hervor. Gut, und dann können wir auf Feld benötigt Kalk. Ach, auch noch. Okay. Und das hier unten benötigt auch Kalk. Okay. Das benötigt noch keinen Kalk. Gut, dann güllen wir einmal, hauen Kalk drüber. Je nachdem, wie die Saatmaschine dann ready ist, güllen wir dann entweder nochmal, weil da haben wir gleich die zwei Düngerstufen ready. Und dann sollte das eigentlich oder hoffentlich eher gesagt passen. So, wir gucken mal kurz, was wir jetzt hier an Gärresten aktiv dabei haben. Ja, fühlt sich weiterhin gut. Der zieht hier weiter. Genau, ich hatte kurz einen Helfer aktiviert, weil ich hatte den Curseplay-Kurs bei den letzten, also bei der 26 nicht mehr drin gehabt. Der verarbeitet jetzt noch 300.000 Liter, 350.000 Liter, das ist okay.
Ich glaube, hier müssen wir dann, ob der die Bahn bis zum Ende schafft. Ich zweifle dran. So, gut, dann einmal für Feld Nummer 20. Kurs laden. Also habe ich gar keinen eingestellt, ohne ich verkehrt. Müssen wir das leider mal tun. Vorher mache ich die ganzen Spittel noch mal voll. Oder habe ich echt für Feld 20 keine eingespeichert? Abfahren, dreschen, düngen? Oder ist das Düngen? Nee, definitiv nicht. Nee, habe ich echt nicht. Das habe ich echt nie eingespeichert. Okay, gut, dann Kursgenerierung. Feld 20, Vorkreis 1, rundherum. Im Uhrzeigersinn, Vorgewendebahn 1, Startposition Nordost. Rundherum im Uhrzeigersinn, Fahrinseln umfahren, egal, weich, ja, generieren. Sieht gut aus. Gülle 20. Gülle 27. Einmal hier noch. Gülle 20. Da mit rein. So, dann kommen wir den LKW hier holen. Also wir müssen hier eh nochmal komplett rüber. Also nochmal über das Feld und alles. Ich hoffe halt echt, dass die Geras da ausreichen. Wäre blöd, wenn nicht. So. Und dann fangen wir mit den Schweinis an. Und die Schweine werden uns dann erstmal noch ein bisschen beschäftigen und dann müssen wir halt mal weitersehen, was wir noch machen können. Vielleicht wechseln wir irgendwann mal die Map, vielleicht auch nicht, je nachdem. Also das letzte mal Thema Wirtschaftszweig Upgrade, ne? Also das Global Script Gedöns da. Die letzte, was ich gehört habe, hieß es angeblich, dies kommt zum Mod Contest raus. Dieses Global Script. Ob das der Realität entspricht, keine Ahnung. Ich könnte Kevin zwar theoretisch mal fragen, aber weiß nicht, ob ich ihn fragen soll. Weil eigentlich geht es mich auch nichts an. Und ich weiß nicht, wie oft er am Tag gefragt wird, wenn die Wirtschaftszweige von denen rauskommen oder die Fabrikskripte. Deswegen, also das war so der letzte Standpunkt, den ich da gehört habe. Von außerhalb. Wir können gespannt sein. Wir können gespannt sein. So. Machen wir hier nochmal voll. Wenn uns hier nichts ausgeht. Warte mit den Jungpferden hier, dass hier nichts rüber geht. Ja, und ich denke mal, wenn wir jetzt noch die zwei Dings, dann müssen wir eh spulen, dass wir dann nach, also sprich im nächsten Ingame-Tag, sollte das dann alles so werden, wie ich denke. Ja, sonst immer alles so machen, wie ich denke. Ich glaube, das passt da, so um die Kurve hier rum. Und dann sollte der ganze Bleps hier auch passen. Gut. Aber meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig hier für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Habt einen angenehmen Donnerstag heute Abend. So 19, 20 Uhr rum. Je nachdem, bin ich wieder live. Aktuell ist es so, ich bin jetzt jeden Tag live. Für ein paar Stunden mit GTA RP. Auf Homestate. Hier mit unserem Kollektiv da. Ein bisschen Spaß dran haben. Wenn ihr auf RP steht, außerhalb vom LS wohl bemerkt, dann, wie gesagt, gönnt euch das auf twitch.tv/sachsenetzplayer yt hinten. Am Ende also wie YouTube. Da gibt es halt GTA RP. Es unterhält. Also die zuschauen, die haben bis jetzt keine Beschwerde dagelassen.
Deswegen denke ich mal, es unterhält. Und wenn er auf AP steht, außerhalb vom LS, könnt ihr da gerne reinschauen. So, in dem Sinne, achso, der nächste LS-Stream, by the way, weil wir hier gerade beim LS sind, ist am Samstag wieder. Samstag, 20 Uhr, auf der Südhammer mit dem Klicki. So, in dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.